Hallo ihr Lieben, wir zeigen euch heute zwei Varianten, wie ihr grünen Spargel ganz einfach zubereiten könnt. Zunächst solltet ihr den Spargel gründlich unter fließendem Wasser waschen. Beim grünen Spargel müsst ihr in der Regel maximal das untere Drittel schälen. Dazu legt ihr ihn am besten auf ein Brettchen und schält das untere Ende. Danach schneidet ihr mit einem Messer das holzige Ende ab. Für die erste Zubereitungsvariante bindet ihr den geschälten Spargel einfach portionsweise mit Küchengarn zusammen. Pro Portion benötigt ihr etwa 500 bis 600 Gramm. Ins Wasser gebt ihr 2 Prisen Salz und Zucker, einen Esslöffel Butter und eine Scheibe Zitrone. Sobald das Wasser kocht, könnt ihr das Spargelpäckchen mit der Zange ins Wasser gleiten lassen. Die Garzeit beträgt bei grünem Spargel je nach Dicke etwa 5 bis 10 Minuten. Sobald der Spargel fertig ist, nehmt ihr ihn mit der Zange heraus. Alternativ könnt ihr den Spargel auch im Backofen zubereiten. Dazu legt ihr den gewaschenen und geschälten Spargel auf ein großes Stück Alufolie und würzt ihn mit ein wenig Salz und Zucker sowie einem Esslöffel Butter. Danach faltet ihr die Alufolie zur Mitte hin zu einem gut verschlossenen Päckchen zusammen. Jetzt kommen die Spargelpäckchen für ca. 20 Minuten bei 180 Grad Umluft in den vorgeheizten Backofen. Besonders fein schmeckt er mit einer leckeren selbstgemachten Sauce Hollandaise. Guten Appetit!